Hallo Leute, wie geht's Ihnen? Ich möchte über meine Deutsch sprechen und warum? Ich glaube, dass manchmal bin ich frustriert. Also ernst und zuerst, ich muss sagen, dass ich bin nicht stolz. Aber ich kann es auch erklären. Zuerst, ich muss meine Geschichte mit dieser Sprache erzählen. Ich habe Deutsch, als ich 16 Jahre alt war, angefangen zu lernen. Dieser Satz war falsch, ich weiß. Und dann, jetzt bin ich 20, also vor 4 Jahren. Aber leider, ich habe 2016 angefangen zu lernen, nicht wahr? Aber ich habe gehalten. Also, nächste Jahre, 2017, angefangen, gehalten. 2018, ich habe, ich glaube, fast den ganzen Jahr Deutsch gelernt. Ja, ich glaube, ich war ernst mit dieser Sprache in 2018. Aber 2019, ich habe keine Sprachen gelernt. Warum? Ich war fast den ganzen Jahr in São Paulo zu meiner Oma mit meiner Eltern. Meine Mutter war krank, also wir waren da. Und jetzt ist es besser, wir sind schon zu Hause. Ja, aber wir waren da. Wir hatten keine Wi-Fi und ich lerne mit meinen Sprachen mit Internet, mit Wi-Fi. Ich habe nur ein Buch, aber es ist nicht genug. Ich muss hören und ich muss Videos schauen. Ich muss mit den Leuten sprechen. Es war nicht möglich da. Leider, ich war sehr ermutigend. Es war nicht gut, schrecklich. Und dann, ja, jetzt ich lerne wieder diese Sprachen. Jeden Tag ich lerne auch Russisch. Und jeden Tag ich lerne, ich versuche es zu hören, will. Ich höre einen Podcast, es ist nachts an die Espresso Bar. Und die Espresso Bar, es ist gut. Es ist gut zu hören. Warum bin ich frustriert? Ich merke, dass ich kann die Fälle nicht verstehen oder benutzen oder richtig benutzen. Ich glaube, das ist ein Problem, das viele Leute haben, wenn sie Deutsch lernen. Aber ich weiß nicht, was soll ich tun? Was soll ich tun? Fühlst du auch so mit einer Sprache frustriert und schrecklich? Ist nicht, dass ich kann nicht die Fälle benutzen, aber dass ich lerne Russisch. Also ich kann nicht 4 Fälle auf Deutsch verstehen und benutzen. Aber ich lerne Russisch, dass es gibt 7 Fälle. Es ist verrückt. Es ist, was soll ich tun? Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass ich sage immer dieses Buch in meinen Videos. Ich habe dieses Buch vor 2 Jahren. Ich habe es noch nicht geendet. Ich bin die Lektion 58. Ich glaube, dass dieses Jahr, ich werde es enden. Ich habe dieses Buch, das ich glaube, ich habe auch gezeigt in einem anderen Video von Teach Yourself. Ich glaube, es war nicht richtig, dieses Buch zu kaufen jetzt, weil mein Niveau ist nicht, ich bin nicht ein Advanced Beginner zum Beispiel. Ich glaube, ich bin nur ein Beginner. Oder ich weiß es nicht. Ich kenne viele Worte, aber Grammatik für mich ist. Nein, nein. Ja. Was soll ich tun? Was denkst du, wenn du denkst, dass die Grammatik in die Sprachen, dass du lernst, so schwierig ist? Bist du frustriert? Was machst du? Ich weiß es nicht. Ich spreche nicht. Ich schreibe fast jeden Tag mit einer Freundin. Hallo Orchi. Ja, das ist meine Geschichte mit der deutschen Sprache. Sag mir, was du lernst jetzt und wie fühlst du über die deutsche Sprache oder eine andere Sprache, das du lernst auch, bitte. Ich werde sehr froh. Dankeschön. Ja, das ist alles für heute. Tschüss, tschüss. Bis nächste Video vielleicht.